Die Biografie von Klaus Eugenthaler in 2 Minuten zusammengestellt von Uli Köhler. Der Abgang am 15. Juni 1991. Klaus Augenthaler verlässt die große Fußballbühne. Bescheiden, ohne großes Tamtam, so wie er es meistens gehalten hat. Wollen Sie nee, gehen? Wir machen jetzt die nächste oben draußen. Die nächste Ansage. Bleiben Sie doch hier. Hallo. Herzlichen Dank, ne? Jeder sieht Sie gern. Hallo. Und das freut uns alle so. Tore, Marke, Dampfhammer wurden sein Markenzeichen. Wenn Auge aus der eigenen Hälfte nach vorne stürmte, zitterten Torhüter und Abwehrspieler. Und dabei wollte er doch eigentlich Eishockeyspieler werden. Jürgen. Ja, ich höre. Woanders ging's hektischer zu. Eines seiner schlimmsten Spiele bei Real Madrid. Diskussionen mit ihm und um ihn. Negativer Höhepunkt, Auges der Platzverweis. Als Hugo Sanchez von ihm die längst fällige, hochverdiente, aber halt doch verbotene bayerische Watschen bekam. ...1990 wurde er auch zum Pechvogel. Nach dem Missgeschick von Belgrad, tatkräftig unterstützt von Raimund Aumann, musste sich Augenthaler den Europacup endgültig abschminken. Auch sein letztes Tor für den FC Bayern gegen Borussia Mönchengladbach in der Bundesliga konnte die Meisterschaft 91 nicht retten. Doch davon hatte er ja bereits genügend gesammelt. 7-mal war der Auge deutscher Meister geworden und 3-mal Pokalsieger. Den Grundstein für seinen größten Erfolg legte er jedoch in der Saison 88-89. Und als alle ihn schon abgeschrieben hatten, schoss er nicht nur das Tor des Jahrzehnts, sondern er hatte auch die beste Saison seiner Laufbahn. Der Lohn, die Nationalmannschaft und der Weltmeistertitel.